Hallo zusammen und willkommen. Wirklich unabhängig durchgeführte Studien sind heutzutage sehr selten, da deren Geldgeber oftmals von gewissen Ergebnissen profitieren. Doch im Winter 2017 wurde in England eine Reihe von Studien bezüglich der Wirkungsweise von Kaffee durchgeführt, die ganz ohne finanzielle Mittel aus der Industrie auskamen. Deren Ergebnisse sind also absolut unabhängig. Insgesamt handelt es sich um 201 Studien, die die positiven Eigenschaften der Bohne untersuchten. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Das regelmäßige Trinken von Kaffee geht mit einer Vielzahl von positiven Auswirkungen einher. Bei der Einnahme von 3-4 Tassen pro Tag werden diese Effekte maximiert. So können die Risiken, dass diverse Krankheiten ausbrechen, immens reduziert werden. Insgesamt sind es laut den Studienergebnissen 19 an der Zahl. Dazu zählt beispielsweise die Gefahr, an Krebs zu erkranken. Wer viel Kaffee trinkt, verringert die Wahrscheinlichkeit, an gewissen Formen zu erkranken, um sage und schreibe 18%. Dazu zählen unter anderem Blut-, Leber- und Prostatakrebs. Des Weiteren regt Kaffee den Stoffwechsel an und wirkt sich positiv auf die Leber aus. Daher kann auch das Risiko, an einer Leberzirrhose zu erkranken, deutlich gemindert werden. Wer regelmäßig Kaffee trinkt, leidet ebenfalls seltener unter Depressionen, Gedächtnisverlust oder auch Diabetes. Der positive Effekt des Kaffeekonsums wird anhand des Herz-Kreislauf-Systems am ersichtlichsten. Die Gefahr, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, reduziert sich deutlich. Der häufig verbreiteten Meinung, das übermäßige Trinken von Kaffee würde den Blutdruck in die Höhe treiben, widersprechen die Ergebnisse der Studien. Das Koffein wirkt zwar unabstreitbar als Wachmacher, hat allerdings keinerlei Wirkung auf die Herzfrequenz. Kaffee soll demnach auch von Hypertonie-Patienten ohne jegliche Bedenken in vollen Zügen genossen werden können. Sollte unerwartetes Herzrasen eintreten, sollte der Konsum jedoch dringend eingestellt werden. Auch wenn sich das Koffein nicht auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt, verträgt es trotzdem nicht jeder. Konsumenten mit empfindlichen Mägen können von Krämpfen, Blähungen oder Durchfall ereilt werden. Schwangeren Frauen ist dringend vom Kaffeetrinken abzuraten. Das Koffein wird von der Plazenta nicht aufgehalten und kann daher in den Organismus des Fötus eindringen. Dieser ist allerdings noch nicht in der Lage, es zu verarbeiten, geschweige denn abzubauen. Als Folge dessen kann es dazu kommen, dass das Baby bei seiner Geburt weitaus weniger wiegt, als es eigentlich sollte. Eine kleine Tasse pro Tag ist in der Regel bedenkenlos möglich. Wer sich unsicher ist, sollte jedoch lieber komplett auf den Konsum verzichten. Generell gilt, dass das Trinken von Kaffee auf jeden eine andere Wirkung hat. Dies ist auf die Zusammensetzung der Bakterien im Darm, auch Darmflora genannt, zurückzuführen, die bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Daher verwertet jeder bestimmte Stoff auch anders. Die Studienergebnisse sagen, wer mehr als die empfohlenen 3-4 Tassen täglich zu sich nimmt, muss sich keine Sorgen machen. Ein erhöhter Verbrauch wirkt sich nicht schädlich auf den Organismus aus. Der positive Effekt wird jedoch deutlich gemindert. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.